Jo, sehr was die Malung und grüß euch, die Buben. Ja, wir sind heute mal nicht outdoor, sondern wir sind indoor. Begrüße euch da aus meinem Computer- und Ausrüstungszimmer und habe auch ein bisschen die Tierung aufgemacht, dass man ein bisschen was sehen kann und freuen. Das ist einer von 5 Schränke mit meinen Ausrüstungsgegenständen. Hinter mir an der Wand hängen ein paar Rucksäcke um mich herum. Aber gut, das Wetter ist leider draußen total bescheiden, daher das Ganze heute in einem Outdoor. Ja, um was soll es heute gehen? Ich wurde da von Wilhelm nominiert zum Show Your Challenge Gear 2021 und da bin ich natürlich sehr gerne dabei. Man sollte da seine Teile herzeigen. Ich glaube, das älteste, neueste, meist beliebteste oder verwendetste, Lieblingsteil in dem Sinn, dann haben wir noch das günstigste, wenn man nicht alles täuscht, und das teuerste. So irgendwie war das Ganze. Ja, und da möchte ich mich natürlich sehr gerne beteiligen. Gut, dann wollen wir mal anfangen mit dem ältesten Teil, was ich habe. Und wie soll es anders sein? Es handelt sich natürlich um ein Messer. Naja, bei uns Jungs, was soll es sonst sein? Puppeln zum Spülen? Wahrscheinlich weniger. Ja, vielleicht so ab 16. Aber das waren andere Puppeln. Gut, bleiben wir dabei. Das ist dieses Jungle Gear Wischiwaschi. Ich glaube, wir werden von den älteren Baujahr von euch sicher auch einige gehabt haben, sowas in der Art. Ist so ein Überlebensmesser quasi mit einigen Features dabei, wohin drinnen so ein Kompass dabei war. Dann ist da noch was drin mit Angelzeug, Feuerstahl, Zeichner, Pinzetten, Wischiwaschi, bla bla. Alle möglichen Sachen, was man halt in der Wildnis braucht. Dann unter anderem ist das eine Multifunktionsscheide. Wir haben da hinten einen Schleifstein an. Dann haben wir da noch was eingebaut. Mal schnell rausnehmen. Dauert ein bisschen. Schon lange nicht in der Hand gehabt, das Teil. Ja, da ist so ein kleines Funktionsteil auch noch mit kleinem Messer dabei. Kann man sich auch auf eine Harpune oder was draus machen. Ist eine ganz lustige Sache. Dann haben wir da noch was mit Versteck drinnen. Und zwar so zum Notfall geben. Und da hinten war noch versteckt ein Gummi drin. Der ist aber schon so größer. Seht ihr, da fällt schon alles. Das ist schon alles erledigt. Und da hat man da das aufstellen können. Hat den Gummi eingefallen, hat das Stahlschleuder verwenden können. Ja, das ist halt quasi das älteste Teil, ich kann gar nicht sagen, ich glaube, das habe ich seit meinem 18. 20. Lebensjahr, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also es hat schon einige Jahre am Buckel. Gut, kann man das einmal aufzeiten. Das ist dann quasi das älteste. Da war noch ein Paracord um mich umgewickelt oder eine Schnur für damals. Das ist natürlich alles schon verbraucht. Gut. Dann gehen wir das Ganze über zum Neuesten, was ich habe. Und das ist seit unlängst eine Isomatten. Die haben wir da so eine gekauft. Das ist aber eine 0815 Matten. Also nichts Besonderes. 32 Euro oder was. Mit, ich zeige euch es dann nochmal aufblasen. Ich mache da ein Büdel noch davon. Mache von den ganzen Gegenständen dann ein Büdel. Blende ich dann am Schluss noch mit ein. Da ist sogar noch so ein kleines Lichtl mit eingebaut, mit Kopfteil. Wie gesagt, ich habe auch wieder vorher ein paar Übernachtungen, wenn es wärmer wird, zu machen. Und ja, das ist im Endeffekt dann mein neuestes Teil. So, dann gehen wir weiter. Was ist das meistbenutzte? Was soll ich viel sagen? Ich glaube, ich brauche es nicht viel erwähnen.
Meichsbeil. Das ist einer der Teile, den habe ich wirklich verdammt gern und immer wieder im Einsatz. Das ist einfach was Geiles. Ich habe mir da noch ein bisschen ein anderes Dosal geändert. Haben wir da so einen Carbon-Fleece-Einsatz gemacht, dass es ein bisschen sicherer ist. Aber an und für sich ist der X-Boil einer meiner meistverwendetsten und beliebtesten Teile. Gut, gehen wir den an auf Zeiten. Ja, es geht weiter. Es geht zu meinem Lieblingsteil. Ja, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel dafür sagen. Da steht er. Helikontex Bergen. Das ist wirklich mein Lieblingsteil geworden. Der ist auf alle Touren dabei. Habe ich verdammt gern. Das ist einfach was, ja, gefällt mir unheimlich gut und lässt sich auch super tragen. Und von daher ist das mein Lieblingsteil. So, was haben wir noch als nächstes? Und zwar das günstigste. Ja, günstiger gibt es natürlich eine ganze Menge. Es ist ja nicht nur so, ich habe ja einen kleinen Karabiner auch gekauft, das ist ja auch was günstig. Ja, einer von den günstigsten Teilen noch, was ich auch sehr oft und gerne verwende, ist meine Titan-Grillzangen. Ich glaube, die kennt sowieso schon jeder. 10 Euro oder was die kostet. Und ist eigentlich, ich sage es einmal, gehört zu einer der günstigsten Teile und ist auch eins, was ich sehr gern verwende. Ja, last but not least, kommen wir noch zum teuersten. Und teuerste Sachen gehört ja eigentlich meine Kameraausrüstung dazu, weil die gehört ja genauso zum Gear. Aber gut, von denen reden wir jetzt nicht, weil da bin ich jenseits von Gut und Böse, was ich an Zeugs habe. Aber wir bleiben bei einem Teil vom Ausrüstungsgegenstand, da gehört zuletzt die Kameras einmal nicht dazu. Und das ist auch so wie beim Wilhelm, mein Fehlriemenstuppen. Das war auch einer der letzten, teuersten Teile, wenn man die GoPro hier rein jetzt sind. Und ja, ist auch ein super Teil. Ich habe den auch mit den Seitentaschen. Und ja, ist natürlich auch dann nicht mehr so günstig. Muss aber trotzdem dazu sagen, trotzdem ist mir eigentlich mein Helikontex-Bergen noch lieber. Ja, ist halt so. Ja, Freunde, ich will das Video gar nicht in die Länge ziehen, das soll es an und für sich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte da jeden ein bisschen einen Einblick bringen und sagen, so eine Kleinigkeit. Wie gesagt, ich habe Kästen voll an Gier. Das weiß der Wilhelm Matrim, hat er mir nominiert. Gut, jetzt gibt es noch 3 Kanäle, die ich nominieren soll. Und als erstes werde ich da mal nominieren den Jörg von Buschkraft Grodorf. Jörg, wenn du mitmachen willst, bist du herzlich dazu eingeladen. Würde mich freuen, zeig deine Sachen her. Und ist natürlich alles kein Zwang. Wer will, kann mitmachen. Und würde mich aber freuen, wenn du da dabei bist. Tja, was haben wir da noch? Dann würde ich sagen, haben wir noch in Sascha von WildHikes.tv. Ich glaube, ich weiß schon, was dein neuerster Ausrüstungsgegenstand sein wird. Weil, das habe ich erst jetzt gesehen, was du dazugelegt hast. Geiles Teil, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Sascha, du, wenn du mitmachen willst, würde mich freuen. Und wie gesagt, alles kann es machen, wer will, kann. Wer nicht will, braucht nicht. Ist alles freiwillig. Aber wenn du mitmachst, und ich glaube, du bist sicher dabei, dann war das natürlich super. So, und nun kommen wir zum letzten. Und das ist mein guter Freund Detlef von Bushcraft und Nature. Ich bin mir sicher, du hast da einiges zum Herzeigen. Du kleines Bastelgenie, du. Und du hast sicher Ausrüstungen ohne Ende auch. Und auch die, die dich gern nominieren, dass du herzeigst. Hier Challenge 21. Das wäre optimal. Wie gesagt, auch bei dir kein Zwang. Wer mitmachen will, ist okay. Wer nicht mitmachen will, ist nicht okay. Mann, plötzlich ist er wurscht. Gut.
Wie gesagt, Freunde, ich zahle es nicht in die Länge. Ich werde es damit jetzt abschließen. Ich sage nur einmal danke, dass ich von dir nominiert wurde, Wilhelm. Den anderen würde mich freuen, wenn es alle mitmacht. Ist eine kleine Sache, dauert nicht lang. Und in diesem Sinne nochmal an den Wilhelm herzlichen Dank für das, der was diese Challenge ins Leben gerufen hat. Und ich sage nochmal, viert Gott.